Hi, heute von mir ein kleines Do-it-yourself. Ich weiß nicht, ob das weit verbreitet ist, aber ich habe zum Beispiel hier am Oberarm immer eine relativ raue Haut und so kleine Pusteln, die auch so ein bisschen rot sind und so weiter. Und ich habe mal so ein bisschen im Internet recherchiert, was dagegen hilft, weil das gerade so im Sommer natürlich nicht so schön ist mit der Haut. Es wird zwar bei mir im Sommer immer ein bisschen besser, aber ja, wenn man dagegen nochmal was machen kann. Ich benutze das jetzt auch schon ein paar Mal. Ich mache das eigentlich immer in der Dusche, nachdem ich mich eingeseift habe und abgewaschen habe. Einmal nehme ich dann was von dem Peeling. Das ist halt so ein schönes Peeling aus grobem Meersalz und Zucker. Wie es gemacht wird, zeige ich euch dann im Anschluss. Und ja, so sieht das Fertige dann aus. So, ihr braucht jetzt 3 Esslöffel grobes Meersalz, 3 Esslöffel Zucker, einen Schuss Zitronensaft für den Geruch, 3 Esslöffel Olivenöl, und ein Schuss Honig, so ein Teelöffel ungefähr. Jetzt wird alles schön umgerührt, bis die Konsistenz stimmt. Wenn irgendwie ein bisschen zu flüssig ist, noch ein bisschen Zucker dran geben. So, wenn ihr jetzt so eine schöne Dose habt, könnt ihr den Deckel drauf machen und es bleibt länger haltbar. Die Körnchen, also der Zucker und die Salzkörnchen, die helfen halt dabei, die Haut so ein bisschen von den Schuppen zu befreien. Also wirken wie ein Peeling. Und das Olivenöl und der Honig, der da drin ist, wirkt dann pflegend. Ganz wichtig danach ist, dass man es gut wieder abwäscht und gut eincremt danach. Ne? Das ist ja nach jedem Peeling ganz wichtig, die Creme. So, und dafür nehme ich mir jetzt mit so einem, entweder mit dem Löffel oder mit der Hand, so eine kleine Portion daraus. Und massiere das richtig in den Oberarm ein. Wie gesagt, das ist natürlich in der Dusche besser, das zu machen. Wundert euch nicht, wenn es dann erstmal so ein bisschen rot ist, weil ihr da ja schon ordentlich mit einem Peeling reingeht. Also je gröber das Meersalz, desto stärker das Peeling. Ich habe jetzt wirklich relativ grobes, sind, wie man hier sieht, richtig große Körnchen mit drin. So. Und man merkt richtig, wie das Olivenöl auch schon da pflegend wirkt. Oh. So. Dann lasse ich es, mache natürlich auch noch die andere Seite. Dann lasse ich es einwirken. Ungefähr 1 Minute, 1 bis 2 Minuten. In der Zeit kann man in der Dusche singen oder sonst irgendwas machen. Und ja, dann wasche ich es mit lauwarmem Wasser ab und ja, danach ist eure Haut wunderbar zart. So, nachdem ich es jetzt abgewaschen habe, ist meine Haut zwar gerötet, aber richtig, richtig weich. Und ja, da gebe ich jetzt eine Creme drauf, die sollte ein bisschen reichhaltiger sein als so eine normale Bodylotion. Also entweder holt ihr da was aus der Drogerie, wenn ihr da was findet, oder auch in der Apotheke gibt es gute Cremes. So, und wenn es dann eingecremt ist, ist auch fertig. Und ihr könnt es natürlich jetzt nicht anfassen, aber es ist wirklich besonders schön weich und ja, probiert es einfach mal aus. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mal schreibt, wie es bei euch geklappt hat, wie ihr das findet, ob das ein guter Tipp ist. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!